Das Jahr 2009 ist für alle Musikliebhaber, aber auch für viele Menschen generell ein Jahr, wo die Erwartungen natürlich wieder hochschlagen, wo für uns Musikliebhaber aber ein Geburtstag eine wichtige Rolle spielt. Das ist der 200. Geburtstag von Felix Mendelssohn Bartholdy. Viele von Ihnen haben sicher nach seiner Musik, dem Hochzeitsmarsch aus der Sommernachtstraummusik, geheiratet, ohne zu wissen, wer diesen Marsch geschrieben hat. Wir haben einen Geburtstag zu feiern eines Mannes, der nicht ohne Probleme gelebt hat. Als deutscher Jude, als getaufter deutscher Jude, saß er oft zwischen drei Stühlen. Während sich viele Nationen mit ihren Komponisten absolut identifizieren, war Mendelssohn bereits zu seiner Zeit ein Weltbürger, der eigentlich der Welt gehörte. Seine Kompositionen haben überall ihren Weg gefunden, aber wenn wir, die wir um sein Ansehen in der Welt weiterhin kämpfen, wenn wir uns bemühen darum, dass sein Platz in der Musikgeschichte genau da ist, wo er hingehört, nämlich unter die ganz großen Komponisten, dann haben wir manchmal noch Wege zu begehen. Wir wünschen uns, dass auch Sie alle entdecken den Reichtum seiner Musik, die tiefe Menschlichkeit und all das, was er versucht hat, der Menschheit als Geschenk zu geben. Wir befinden uns im Augenblick im Haus, in dem Mendelssohn die letzten Jahre seines Lebens gelebt hat, in dem er gestorben ist. Und Sie sehen hinter mir eins der gelungensten Porträts dieses großen Komponisten. Ein kühner Geist, aber auch ein Mann mit viel Humor, mit viel Poesie, mit viel Volksnähe, der nie versucht hat, eine Art Star zu werden. Es war ein großer Künstler, wie wir heute sagen, zum Anfassen. Er hat immer mit dem Volk gelebt, er hat immer um die Menschen gebangt, denen es nicht gut ging. Und er hat trotz seiner hohen Meisterschaft in vielen Bereichen, er war ein Multitalent als Musiker, als Maler, als Dirigent, als Pianist und sogar auch als Literat, wenn wir so wollen. Er hat über 7000 Briefe geschrieben. Das sind alles Dinge, an denen wir arbeiten, damit die Menschheit nicht zu spät erfährt, welchen großen Geist hier Leipzig beherbergt hat. Er hat Bach wieder der Menschheit nahegebracht, indem er als 20-Jähriger die Matthäus-Passion nach 100 Jahren Schweigen wieder aufgeführt hat. Er hat viele Werke aus der Taufe gehoben, hier im Leipziger Gewandhaus, und er hat so viel für die Menschheit getan, dass wir sagen können, das ganze Musikleben von verschiedenen Städten, in denen er gelebt hat, ist nach seinem Konzept gebaut worden. Ich wünsche uns allen, dass die Leuchtkraft dieses Mannes uns allen die Freude und das Glücksgefühl für das Leben mitgeben, dass wir es auch übertragen können auf unsere Kinder und auf die anderen Generationen. Alles Gute für Sie und Dank für Ihr Zuhören.